Was war das? Was war das? Hier kommst du nicht hoch. Ne? Eindringling! Ruhe ist. Ah, ist da was hoch? Hä? Hä? Was habe ich denn jetzt überhaupt aufgemacht gerade eben? Hä? Was hat mir das gerade gebracht? Da auf der anderen Seite komme ich auch nicht. Hä? Ich komme. Ach, die Tür hat es unten aufgemacht. Ah! Die Tür war vorher noch nicht offen. Rein da, rein da, rein da. Oh nein, weg, 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 was weg. War das? Nein, 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 weg, 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 Harry. Oh Gott. Wer war das? Jemand ist nach mir vorbeigegangen. Oh nein, Filch, oh nein. Filch klingt hier voll panisch, dabei ist er eigentlich immer so mega der gechillte Typ. Oh, das war schon wieder richtig mies, aber er hört, glaube ich, immer nur, wenn die Türen aufgehen. Ich glaube, das hört er immer. Das war 20 Punkte für Gryffindor, ja, definitiv. Definitiv 20 Punkte für Gryffindor. Komm, lauf. Lauf! Lauf weg, Harry. Das hört er echt nicht. Okay, der hört bloß immer, wenn irgendwelche Tore aufgehen, irgendwelche uralten, die quietschen nicht. Aber die Türen, die normalen Holztüren, die hört er immer. Ja, ist klar. Ja, hallo Enrico übrigens. 3684, herzlich willkommen. Schön, dass auch du da bist. Und gemeinsam mit uns hier versuchst, dich nicht von Filch erwischen zu lassen. So, das war auf jeden Fall erfolgreich. Nachdem wir mal funktioniert haben, Angst, Argus. nachdem wir jetzt mal wissen, wie das funktioniert hier mit Filchi, wird das hier auf jeden Fall alles besser. Müssen wir wieder zum Haupteingang vor, alles klar. Da können wir... Ja, ist ja gut, Filch. Können wir das Ding trotzdem anzaubern von hier aus? Ne, die können wir hier so nicht hoch machen. Okay. Läuft bei mir. Na dann, Prost auf euch. Filch entdeckt Harry Potter. 10 Punkte für Gryffindor. Na, ich bin mir nicht so sicher, ob das Punkte für Gryffindor geben würde. Bin ja mir sicher, dass viele Gryffindor-Punkte gibt, aber ich glaube, das würde dann... Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Ist er schon wieder ganz weg hier, oder? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Aber ich höre ihn aber irgendwo. Irgendwo ist er noch. Irgendwo ist er auf jeden Fall noch. Warte, die Türen kann ich ja machen, die hört er ja nicht. Ach, jetzt geht das Ding oben auf. Ah, okay. Jetzt können wir hier da oben gleich zaubern gehen. Das ist gut, das ist gut. Jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Jetzt nicht noch von Filch erwischen lassen? Ah, der läuft gerade da vorne, ja. Läuft bei ihm, da kann er gerne weiterlaufen. Das ist mir egal. So, einmal da hochgesprungen und dann nochmal darüber gesprungen und dann nochmal auf die Seite gesprungen. Dann sind wir auch schon wieder da oben. Warte mal, war das auf beiden Seiten aufgegangen, die Gitter, oder nur auf einer? Nein, war hier aufgegangen. Perfekt! Ich muss es doch verstehen, aber ich hab's doch verstanden. Aus meiner Lieblings-DC-Serie. Boah. Gute Frage. Was für DC-Serien habe ich denn in letzter Zeit überhaupt gesehen? Plumpy 098, herzlich willkommen. Meine Lieblings-DC-Serie. Gute Frage. Vielleicht Arrow. Arrow könnte es gewesen sein. So, also auf jeden Fall müssen wir jetzt noch da vorne. Wo ist Filch? Filch ist, glaube ich, da unten irgendwo, oder? Ja, da kommt das. Da ist das Licht am Ende des Tunnels und es ist in dem Fall ein wildes Filch. So, okay. Du bleibst einfach auf der Höhe. Achso, du fährst nicht, du. Dann müssen wir uns selber bewegen, alles klar. Wenn er jetzt Harry sehen würde, würde es ihn auch sehr irritieren, wenn er hier auf irgendwelchen Leuchtplattformen stehen würde. Aber gut, ich glaube, Filch irritiert hier gar nichts mehr nach seiner Arbeit in Hogwarts. Ist das der Weg? Ja, scheint. Scheint keinen anderen Weg hier zu geben. Okay, damit haben wir jetzt quasi Filch den Weg aufgemacht. Und dafür dann da zugemacht. Ach, jetzt kann uns Filch nicht mehr verfolgen. Ha, wir haben Filch in der Bibliothek eingesperrt. Dachte ich, und dann hat er seinen Geheimgang gehabt. Warum können wir diesen Geheimgang eigentlich nicht benutzen? Ist doch fies. Das ist der Weg, ja. Das ist definitiv der Weg hier. Kommt Filch bestimmt auch gleich wieder. Irgendwo hier raus. Irgendwo ist der hier gleich wieder. Ach, jetzt können wir ganz nach oben. Ah. Ich verstehe es. So. Okay. Jetzt hoffe ich mal, dass Filch nicht in dem kleinen Raum hier drin ist. Nee, anscheinend schreibt er sich noch woanders rum. Okay. Umso besser, umso besser. Dann gehen wir hier hoch und erklettern das. Filch Geheimgang. Ja, Filch ist ja quasi zu Hause. Also ist ja jeder Gang in Hogwarts eigentlich ein Geheimgang für ihn. Weil er ja die ganze Zeit hier immer zu Hause ist eigentlich. Von daher, ganz logische Sache, oder nicht, Chat? Ich gehe nicht in Licht auf, nein. Nein, Harry, nicht runterfallen.
Welche Spiele mögt ihr lieber? Lego Harry Potter hat gewonnen anscheinend. Mit 68% der Stimmen. Ich schätze mal gegen das Harry Potter, gegen die Harry Potter Spiele hier. Beide, ich das hier auch ganz cool finde. Also jetzt wird es ja auch langsam ein bisschen schwieriger, aber so allgemein macht das auf jeden Fall Laune, kann man nichts sagen. Wobei wir jetzt auch schon uns langsam in den Ende nähern, also wir sind schon, glaube ich. Wie gesagt, ich habe selber noch nie 100%, also noch nie durchgespielt, aber ich glaube, wir sind schon relativ weit im Spiel. Also wenn man so an die Filmstory denkt. Harry, halt dich doch mal fest da oben, Mensch. Kann doch nicht so schwer sein. Harry Potter. Der Junge, der sich nicht festhielt. So, nochmal da hochgesprungen. God of War. Stimmt, von der Farbe her ist es ein bisschen God of War. Entweder God of War, so dieses gelbe Licht, oder Gears of War. Diese, oh Gott, wie hießen denn diese Viecher bei Gears of War, die so gelb geleuchtet haben und dann explodiert sind. So, jetzt aber... Harry, willst du mich verarschen? Du standest da direkt drauf. Wieso hält er sich denn nicht fest? Er hält sich an jeder Plattform fest, außer an diesem Ding da oben. Da hält er sich nicht fest. Achtung, Harry stirbt gleich im Fallschaden, ja. Sag das Harry nicht mehr. Ich kann hier nicht mehr machen. Ich kann hier nur versuchen, darüber zu springen. Der hält sich nicht fest an der Plattform da oben. Harry Potter, der Junge, der überlebte, ja, bis er hier diese Sprungpassage machen musste. Bis er sich nicht mehr an der Kante festhielt, genau. Aber er hält sich nicht fest an der Kante. Wieso hält er sich denn nicht an der Kante fest hier? Wieso gibt er sich denn nicht die Kante, der Harry hier, Mensch? Harry, gib dir doch mal die Kante. Na, jetzt hast du dir gegeben, die Kante, aber richtig. Okay, hier ist wieder ein weiter Sprung angesagt. Oh nein. Okay, oh nee, da muss ich wieder die Kante geben. Aber das ist nicht ganz so hoch wie beim letzten Mal, die Kante. So ein bisschen rückwärts laufen, nicht zu weit rückwärts laufen. Und dann springen wir ins Glück. Oh, sogar direkt oben drauf gelandet. Nice! Harry kann nicht springen. 100 Punkte für Gryffindor. Oh ne, jetzt müssen wir auf die andere Seite auch noch rüber wieder. Oh Gott. Sprungpassagen. Uiuiuiui. Oh, wir haben einen neuen Prime-Drabonenten in unseren Reihen. El Paco 99, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Und die Herzen kommen im Chat. Da gehören sie hin. Oh nein, oh. So, und er folgt mir auch in dieser Minerei. Er gleich mit Prime drabonieren. Sehr gut. Erst auf die Plattform rauf oder direkt rüberspringen. Für den König! Nein! Oh, bin fast rübergelaufen. Oh shit. Oh, war das knapp. Uiuiuiui. Das war echt eine Nummer zu knapp. Okay, hier müssen wir aber definitiv erst auf die andere Plattform hier unten drauf. Oh nein. Oh, Harry, halt dich fest. Oh, Gott sei Dank. An denen hält er sich immer ganz gut fest, an den gelben Plattformen. Nur an diesen roten Dingern wollte er sich vorhin nicht festhalten. Ich wäre mal wieder für einen Speicherpunkt hier langsam. Buzema, herzlich willkommen. Willkommen. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. So. Ist hinter dem Ding noch was? Oh, eine Truhe. Eine Truhe ist hier noch. Und ist noch eine Truhe. Ich gehe nicht nochmal runter. Keine Chance. Das tue ich mir nicht nochmal an. Da waren nur Bohnen hier drin. Ja, normalerweise gab es doch immer in den Leveln auch fast immer noch so eine Karte. Ach, das war es doch noch nicht. Oh nein. Okay. Einfach so grob in die Richtung springen, er hält sich dann schon fest. Zu spät. Ja. Zu spät. Wir können nicht alle. Aber wir haben ja am Anfang auf jeden Fall auch schon eine verpasst gehabt, eine Kiste oder zumindest eine von diesen Karten. Weil in unserer Kartensammlung fehlt uns da am Anfang auf jeden Fall eine. Oh, das ist ein Weitersprung schon wieder. Mit Anlauf für den König. Oh, doch nicht so weit. Sah schlimmer aus, als es war. Oh nein, das fällt schon wieder. Oh nein. Ah, nee. Achso, ja, so wie Super Mario 64, weil dann das Bild reinspringt. Ja, in Bilder springen wir rein. Sterne müssen wir sammeln. Das ist eigentlich wie Super Mario 64 hier. Sportliche Betätigung Hogwarts, ja. Harry ist in den schlimmsten Ecken. 10 Punkte für Gryffindor. Ja, das sind definitiv die schlimmsten Ecken. Die Ecken von diesen Plattformen hier. Da ecken wir ganz gerne mal an. Na komm, Filch, jetzt geh mal da rein wieder. Geh halt nicht rein, Filch. Okay. Wenn wir diese anderen Dinger da anzaubern würden, würde er uns wahrscheinlich hören. Jetzt geht er die ganze Zeit hier im Kreis, oder? Wer nichts weiß, läuft im Kreis. Was? Er sich ungeschoren an Argus Filch vorbei und macht sich auch noch über ihn los. Läuft bei mir, er läuft eigentlich nicht bei mir, trotzdem Prost auf euch. Ah. Einmal Filch anzaubern und dann wieder Ruhe. Ja, ich glaube, dass wir zwar super machen könnten, aber den haben wir noch gar nicht gelernt. Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde.
Ich glaube, da würde er uns bloß wieder dingsen hier. Habe ich ihn vermisst, den Filch? Ja, ich habe ihn sehr vermisst. Gut, dass wir jetzt hier keine Pause gemacht haben und ich nicht wann anders den Stream weitermache, weil wenn ich jetzt den Streamer hier unterbrochen hätte, dann hätte ich bis zum nächsten Stream auf jeden Fall nicht mehr schlafen können, weil ich Filch so vermisst hätte. Definitiv. Also ein Glück, dass wir hier direkt weitermachen können. Und jetzt gleich wieder Filch in die Arme schließen können. So. Wie weit muss denn der weg sein, damit er mich nicht hört? Also gerade eben war er zu nah dann. Jetzt ist er doch relativ weit weg, oder? Jetzt ist er doch relativ weit weg gewesen. Stimmt, wir müssen erst in den Raum da hinten rein, wo er gerade drin war, oder? Nein! Oh nein, Filch, du gehst jetzt nicht in die Ecke, wo ich hier stehe. Will ich das Spiel heute beenden? Ich will das Spiel nicht beenden, ich werde das Spiel beenden. Warum nimmt Harry nicht seinen Besen? Ja, nehmt ihr euren Besen mit in die Bibliothek? Ich glaube, das sollte die Frage beantworten. Ich denke mal, er hat nicht damit gerechnet, dass er den Besen hier in der Bibliothek brauchen würde. Das hat er nicht gehört. Das hat er nicht gehört. Willst mich verarschen? Jetzt rennt er dahin. Na, zum Glück. Puh, okay. Denkst du etwa, ich hätte Tomaten auf den Augen? Ich lasse heute Nacht niemanden in diesen Turm. Das denkst du, dass du da niemanden reinlässt? Das denkst du. Das wäre jetzt fies, wenn ich mich nicht tarnen dürfte. Das ist richtig. Aber ich kann den Tarnmodus hier auch nicht deaktivieren. Ich glaube, ich habe den dauerhaft. Ich wollte gerade sagen, wir müssen eine von den Dingern anzaubern, oder? Oh, Peeves. Peeves, dafür werde ich dich verbannen. Mir geht's gut. Vielleicht kann ich die noch brauchen, um Filch abzulenken. Viel Spaß beim Rückweg. Oh, bitte sag nicht, dass es noch einen Rückweg gibt. Verarscht. Und wir sind drinne. Nice! Hahaha! Ich glaube auch, dass er eher Tomaten auf den Ohren hat, als auf den Augen. Wenn er die Tore nicht hört, das stimmt, das trifft es auf jeden Fall eher. Rons Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Hätte er den nicht einfach bei Hagrid abholen können? Hätte ich mir den ganzen Spaß hier gespart, ey. Kann ja nicht wahr sein, kann ja nicht wahr sein. Was? Es gibt wirklich einen Rückweg? Ihr habt mich nicht verarscht, es gibt wirklich einen Rückweg. Oh Gott, nein. Wieso sagt ihr mir sowas? Er patrouilliert jetzt wahrscheinlich immer über die Brücke rüber, oder? Geht er immer über die Brücke rüber, oder? Keine Katze. Ne, noch keine Katze. Da, Katze. Mrs. Norris, ich könnte schwören, ich hätte hier irgendwo Fußgetrappel gehört, aber... Lass uns mal in der Bibliothek nachsehen, meine Süße. Katze! Genau. Ein Herz für die Katze, ein Herz für die Katze. Mrs. Chuck Norris, genau. Ach, Gott sei Dank, die Katze hat uns gerettet fürs Erste. Okay, sonst haben wir aber nichts mehr hier, oder? Können wir nochmal runterschauen hier in die tiefen Abgründe? Na, besser nicht. Wobei, kann man eigentlich nochmal hochgehen auf den Turm? Gibt es da noch was zu sehen? Da gibt es da noch eine Karte. Können wir aber, wahrscheinlich sind hier unsichtbare Wände. Ja, hier sind unsichtbare Wände, die uns davon abhalten, nochmal auf den Turm zu gehen. Och, Manu. Sie ist nicht süß. Ist sie nicht süß? Ja doch, sie ist süß. Sie ist definitiv süß. Definitiv süß, Mrs. Norris. Genau. Komm, ein Herzen für Katze kommt jetzt im Chat. Sehr gut. So gehört sich das. Stimmt, die Vasen waren wieder heil, gell? Mysteriös, mysteriös. Katzi! Hallo, Mora. Irgendwo ist hier der Filch auf jeden Fall noch. Warum ist Hogwarts so lebensgefährlich? Ja, ist eine Zauberschule. Ist natürlich... Ganz klar hier. Jetzt habe ich aber ganz bestimmt was gehört. Schnell, Mrs. Norris. Du hältst von oben aus Wache. Genau. Gehen wir nicht dahin, wo wir das Geräusch ist, sondern gehen wir weg von dem Geräusch. An mir kommt ihr nicht vorbei, ihr Drecksgören. Du kommst nicht vorbei. Die Katze macht mich ein bisschen nervös da oben. Die Katze springt da oben auch noch rum. Nee, können wir die Katze... Oh, nee. Springt die Katze immer von Ding zu Ding hier? Wie springt die Katze? Die Katze macht mich nervös. Katze mit Moonjump willst du auch haben. Ich kann auf jeden Fall ziemlich weit springen.
Okay, wie läuft denn die rum? Oh ne, jetzt kommt sie her, jetzt kommt sie her. Geh weg, geh weg, geh weg, Mrs. Norris, geh einfach weg. Ist einfach das Regal hochgeklimmt. Naja, Katzen können sowas, die können so ein Regal quasi senkrecht hochgehen. Das kann natürlich auch, Regale sind ja aus Holz und so. Bücher sind schwer, von daher. Easy. Jetzt geh da bitte wieder weg, Mrs. Norris. Ich mag echt gerne Katzen, also bitte geh einfach weg. So, genau, jetzt spring mal darüber. Wir springen in der Zeit nochmal hier rüber, weil da springst du nämlich nicht rüber. Und schon sind wir im nächsten Raum. Nice. Verarscht, Filch. Verarscht. Ist hier noch irgendwas? Was? Weg, weg, weg. Die Katze hat geschrien. Flieht, ihr Narren. Einfach weg hier. Puh, weg von der Katze. Ah, jetzt sind wir hinter Filch. Was ich mich ja gerade frage, ist, ob man an der Eule hier noch was machen kann, aber... das ist so geil, ich sag, und er kratzt sich am Kopf. Das heißt, Abracadabra gegen die Katzen. Nein, das würde ich niemals machen. So. Ich sollte den Katzenkopf einfügen mit Drabu-Logo. Ja, stimmt, das wäre echt cool. Momentan können wir nicht mehr Emojis machen, aber das machen wir auf ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ein Drache, der Angst vor Katzen hat, ja, ganz normal. Okay, anscheinend können wir nichts bei der Eule machen. Dann mal nix wie weg hier und flieh! Ich hab die Tür gehört. Oh, schnell zum Speicherpunkt. Ja, ich weiß schon, teilweise ist Aragorn sogar ein Fernkämpfer, aber den Aragorn, den ich da genommen hatte bei Lego Herr der Ringe, in dem Moment, in dem der Clip entstanden ist, der war definitiv kein Fernkämpfer. Das war nämlich der königliche Aragorn und der hat definitiv das Schwert in der Hand gehabt. Nein, die ganze Aktion ist nicht für die Katz, wenn ich hier erwischt werde. Oh je, wo ist er denn jetzt hin? Bete, dass ich dich nicht finde, du kleiner, hinterhältiger Schüler! Genau, ich mag sehr gerne Katzen und möchte nicht, dass sich das ändert. Genau, Mrs. Norris ändere das nicht, aber Mrs. Norris ist gerade ein bisschen verwirrt und läuft hier gegen die Wand, von daher ist das kein Problem. Was ist denn mit Mrs. Norris los? Okay, gut, Mrs. Norris, dann bleib da an der Wand, ist okay. Ich glaube, ich bin hier gerade in die falsche Richtung am Laufen, oder? Könnt ihr einfach mich hier entspannt hinsetzen, aber das hilft uns nicht weiter. Aber ihr seht jetzt, die Bibliothek ist doch ein bisschen größer. Warum klingt der so, als würde er Schüler aufessen? Weil er Schüler auf ist, deswegen. Es endet nicht mit einer Katastrophe hier. Nein, 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 nein. Das endet nicht mit einer Katastrophe hier. Das läuft wunderbar hier. Die Katze bewegt sich echt nicht mehr. Die läuft echt nur verwirrt gegen das Ding. Das ist gut. So, wir dürfen nicht Filch zu nahe kommen. Wo müssen wir denn lang zur Hölle? Da sind wir gerade hergekommen, oder? Weil ist hinter dem Bild noch was. Nope, hinter dem Bild ist nix. Dann gehen wir mal wieder zurück und passen auf, dass uns Filch nicht gleich wieder sieht. Ich sehe ihn nämlich nicht. Das beunruhigt mich etwas. Um die Ecken luren hier. Da ist der Filch. Und da kommen wir auch easy vorbei hier an Filch. Das Problem ist, dass ich, glaube ich, gar nicht hier... Ich muss irgendwie drüber springen. Ich muss irgendwie nach oben kommen, glaube ich. Weil die Tür hier ist auf jeden Fall zu. Und dann muss ich da oben drüber springen. Nee, dann müssen wir doch noch woanders hinlaufen. Ein bisschen aufpassen, dass mich die Katze jetzt nicht gleich erwischt. Die Katze ist nämlich hier hinter der Ecke. Hinter der Ecke, hinter der Ecke, hinter der Ecke, hinter der Ecke. Ah, komm, Filch, geh weiter. Geh weiter, Filch. Werde ich auch die PS2, GameCube, Xbox-Version spielen von dem Spiel hier? Ist momentan eigentlich nicht geplant, nö. Ich glaube, ich belasse es erstmal bei der PC-Version. Da ist die Katze. Wie komme ich denn da hoch, bitteschön? Geht es im anderen Raum, dass ich hier hochkomme? Weil die sind alle so hoch, die Regale hier. Oder schaffe ich es von hier aus aufs Regal drauf zu springen, von den Dingern hier? Ne, da sollst du drauf springen. Genau, da drauf. Und dann... Ah! Das Ding kann ich umlegen. Oh ne, jetzt nicht auch noch der Geist, ey. Jetzt. Oh ne, das ist der andere Geist. Oh Gott, ich dachte, Hallo, ich wäre schon wieder... Hallo, da bist du ja wieder, Harry. Der Baron. Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Gut gemacht, Harry. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was? Quatsch nicht so viel. Lina, Sa-XH, herzlich willkommen auf jeden Fall. Schön, dass auch du hier mit dabei bist. Außerdem Yoshi zockt und Krieger2405. Und es läuft bei mir. Na dann, Prost auf euch. Ah, erstmal Schlückchen trinken hier. Hat Filch bestimmt nicht gehört, nee.
Der kann das rausfiltern, die Stimmen. Warum höre ich auf einmal Geräusche von draußen? Warum höre ich Frösche quaken, wenn ich hier drinne stehe? Das Fenster ist zu. Bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. So, Mrs. Norris bleibt einfach da weiter am Rumbuggen, das ist gut. Müssen wir hier ein bisschen aufpassen, damit er uns der andere nicht... Damit es besteht, dass Filch wirklich taub ist. Naja, so richtig taub ist er nicht. Also, manchmal hört er extrem gut und manchmal nicht. Also, das ist sehr seltsam. Vielleicht hat er Hörgeräte, die manchmal irgendwie nicht so gut funktionieren. Ist der fast kopflose Nick. Ja, sag ja, er ist nicht der Baron, der Typ hier. Okay. Was war das? Ich war das nicht. Nochmal hier rüber gesprungen. Aber es ist witzig, dass man auch Passagen hat, die man so nicht im Film hat. So, jetzt nicht zu weit springen, Harry, sonst haben wir ein Problem. Sonst springen wir nicht mit Filchi hier rein. Genau, das waren die Frösche. Oh, was kann ich denn mit dem Buch hier machen? Es liegt so demonstrativ hier, das Buch, aber machen kann ich damit trotzdem nichts. Schade eigentlich. Schade. So, jetzt sind wir, glaube ich, jetzt haben wir den schlimmsten Teil auf jeden Fall geschafft. Nein, haben wir nicht. Komm heraus, wo immer du dich auch versteckt hältst. Ja. Wo könnte ich nur sein, Filch? Wo könnte ich nur sein? Ist da noch einen anderen Weg? Da drüben waren wir gerade, oder? Da sind wir hergekommen. Ah, ich glaube, wir müssen hier lang. Oh nein, Mrs. Norris ist jetzt auch wieder am Start. Ein Eindringling im verbotenen Korridor. Oh nein. Ich muss einmal. Oh nee, jetzt springt die Katze auch noch hier mit, oder was? Oh, wie habe ich das verdient? Ich frage, wie die Katze springt. Wir laufen einfach mal der Katze hinterher. Ich finde, das ist ein super Plan, der Katze hinterher zu laufen. Außer die Katze ändert plötzlich wieder die Richtung. Dann ist es nicht so ein super Plan. Aber ich glaube, die Katze ändert nicht ihre Richtung, sondern springt jetzt auf der Seite weiter. Genau, die springt nämlich jetzt darüber. Und springt jetzt auf die... Nein, die springt hier rüber. Weg. Flieh du nach, da kommt die Katze. Hä, jetzt ist sie doch nicht darüber gesprungen. Wo ist sie hin? Ich sehe die Katze nicht mehr. Ist die Katze runtergefallen? Katze, geht's dir gut? Oh ne. Was zur Hölle kann die für Sprünge machen? Was ist das für eine Katze? Das ist. Oh ne, geh weg. Nein, die kommt hierher. Wieso kommt die hierher? Gott, was ist das für eine Katze? Das ist die Katze, die macht Monstersprünge. Die Katze, die haben sie verzaubert. Das ist eine Zauberkatze. Schnell hier rüber, bevor die Katze wieder kommt. Okay, nee, die springt darüber. Harry, halt dich fest! Oh mein Gott! Wir waren ungefähr mit... Filch muss unsere Füße schon gerochen haben, gerade eben. Ich glaube, Filch hat gerade eben schon unsere Füße gerochen. Die hat er quasi im Gesicht gehabt. Nein, Harry, nicht da hochsteigen! Runter! Andere Richtung! Oh, Harry, mach mich nicht fertig. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Die Parkour-Künste gibt 100 Punkte für Gryffindor. Ja, ich finde auch. Also dafür... Für die Künste hier haben wir definitiv Punkte verdient. Hallo, Filch. Hallo! Falsche Seite! Das ist echt McGonagall, die Katze. Ich glaube, das McGonagall sah doch mal ein bisschen anders aus als Katze. Die sah nicht aus wie Filch, seine Katze. Ist es auch nicht Krummbein? Boah, diese Kamerafahrt. Wow. Das ist so geil. So extra rangezoomt auf sein Gesicht. Wow, und der Mund bewegt sich so gar nicht. Richtig nice. Die Katze hat wohl schon wieder Harry Superjump eingegeben. Ja, die Katze cheatet doch. Die hat doch an. Jumphack, genau. Hat der Chat recht. Jumphack hat die an. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.